Es ist Sonntag? Es ist Sonntag, Leute! Damn! Es ist freaking Sonntag! Und wir sind auf Sendung! An einem Sonntag. Es ist Sonntag und wir sind online, jawohl. Jawohl. Da. Mach mal die Musik mal ein bisschen leiser, dann hört man mich besser. Scheiße, Mann, was habe ich denn da für ein Thumbnail auf YouTube? Damn. Schaut ja furchtbar aus. Trasa233. Hi, einen wunderschönen guten Sonntagabend, Trasa233. Du warst gestern schon am Start, ich kann mich erinnern. So, jetzt muss ich mal nur kurz was nachfragen. Liebling? Dieses Thumbnail? Oder dieses? Das da. Das erste? Nee, das andere. Das da? Nee, das andere. Das da? Yes. Nee, das andere. Hä, was denn nun? Ja, das erste. Das erste? Ja, wie das erste? Ja, das erste war das mit der Hand auf dem Kopf. Nein, das ist das andere. Mit den beiden Händen am Kopf. Am Kopfhörer. Das da, okay. Dann machen wir das halt so. Immer diese komplizierte Scheiße, ey. Komplizierte. Oh, Nestor 115. Was habe ich gestern gesagt? Also Nestor 1115. Der Radiosender. Hört sich ja echt an wie ein Radiosender. Ja, moin. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Hier ist kalt. Dir ist kalt, ey. Hier ist kalt. Mir fällt gerade auf, wir haben ein sehr ähnliches Shirt an. Naja, so ähnlich ist es gar nicht. Ich zieh dir doch nicht meine lange Hose. Wie bitte? Was? Ich zieh dir doch nicht meine lange Hose an. Ich hab meine lange Hose ausgezogen, weil mir so warm war. Wie geht's euch allen? Wie war euer Sonntag? War hier schön. Achso, ne, Grillen war heute ja nicht so mit dem Regen. Also bei uns zumindest. Hat ganz schön geregnet den ganzen Tag über. Wie war das Wetter bei euch so? Schönes Sonntagwetter war es eher nicht bei uns. Perfekt? Inwiefern perfekt? Was hast du denn heute so getrieben? Perfekt. Trasa233 schreibt perfekt.
Meine Lieblingsstreamer haben voll lange gestreamt. Oh, ja, dann schieß mal los. Wer sind denn deine Lieblingsstreamer? Bin ich jetzt gespannt, wer deine Lieblingsstreamer sind. Ich habe auch so ein paar Lieblingsstreamer. Kann ich euch gleich sagen. Also, mein All-Time-Favorite Twitch-Streamer überhaupt ist Akai. Was finde ich ihn jetzt kurz? AKA Marcy. Und du? Ai. Schleimer. Kennt jemand Akai? Der streamt Guitar Hero. Und es ist so geil. OC1R. Servus. Einen wunderschönen guten Abend. So, jetzt muss ich aber nachschauen, wer AK Marcy ist. AKA Marcy. Schön, schön. So, AK Marcy. Was kann der so? Oh, ja. Mhm. 836 Follower. Der hat einen krassen Vollbart. So, und wer war der andere? Jesse Carp. Jetsy Cup? Oh, das habe ich jetzt falsch geschrieben. Mhm. 58 Follower. Und spielt Pokémon Let's Go. Pikachu und Eve. Lies mal wieder ein paar Witze vor. Können wir gleich machen, können wir gleich machen. Bitte. Okay, dann lesen wir ein paar Witze vor. So, machen wir mal Witze 2019. Was gibt es da Neues? Ein paar neue Witze wären gut. So, was ist das für eine Seite? 1001sprüche.com/Witze. Was haben wir da? Achtung, ab hier wird's lustig. Wir haben für dich die besten Witze zu verschiedenen Themen zusammengebracht. Zudem gibt es zu jedem Witzthema passende Bilder und Videos. Also nichts wie los. Such dir eine Kategorie aus und lass dich von unserer Auswahl amüsieren. Wer hier nicht lacht, hat keinen Humor. Na gut. Flachwitze. So, was haben wir denn da zur Auswahl? Deine Mutterwitze. Da wird es auch noch erklärt. Ja, okay. Witze. Gehen wir mal auf schwarzer Humor. Das ist das erste. Wie viele Tote gab es beim letzten Bahnunglück? 67 und ein paar zerquetschte. Ja. Oha. Was? Was ist 20 Meter lang und stinkt nach Pipi? Eine Polonaise. Polonaise? Polonaise. Hä, Polonaise? Im Altenheim. Ach, Polonaise im Altenheim. Ach, Himmels Willen. Jetzt. Dachte, es wäre falsch geschrieben. Bolognese, dachte ich. Naja, gut. Womit bekommt man am besten Kaugummi aus dem Haar? Mit Krebs.
Der ist böse. Was sagt Michael Jackson zu einem Kind, welches auf seinem Schoß sitzt? Es steckt ein großer Sänger in dir. Autsch. Okay, die sind nicht witzig irgendwie, die schwarzer Humor-Witze. Mach mal andere. Mach mal. Deine Mutter-Witze. Die sind doch bestimmt gut. Und die kennt man doch auch alle. Ach komm. Andere Seite, die ist lahm. Neue Witze. 2019. Trasser schreibt, deine Mutter ist so rund und fett, dass sie in Wii Sports als Bowlingkugel gewählt wurde. Der ist gut. So, ein neuer 2019-Witz. Beim Doktor, haben Sie meinen Ratschlag befolgt und mit offenem Fenster geschlafen? Ja, habe ich. Und ist der Husten verschwunden? Da antwortet er, das Einzige, was verschwunden ist, ist mein Laptop und mein Smartphone. Okay. Ein Freund zum anderen. Gestern Abend habe ich eine Abführmittel und eine Schlaftablette gleichzeitig genommen. Tja, was soll man sagen? Hab geschlafen wie ein Baby. Okay. Moderne Zeiten. Nein, bitte spring nicht. Hol die Kameras raus. Jetzt kannst du springen. Oh, Kironikus, hey ho! Wie geht's so? Wie war dein Sonntag? Erzähl mir alles. Bis ins letzte Detail, ich will alles hören. Ich hab mit meinem Hund Frisbee gespielt. Hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich muss mir wohl einen flacheren Hund besorgen. Oh, irgendwie langweilig. Irgendwas, was wirklich lustig ist. Hoppala. Schwarzer Humor, lustige Zitate, böse Witze und krasse Sprüche von Joke Energy. Ja, das Buch werde ich mir ganz bestimmt nicht kaufen. War ganz entspannt. Und bei dir? Naja, so entspannt war der Tag heute nicht. Wir waren heute schon, wann sind wir losgefahren? Um 11:30? Liebling? Hm? Wann sind wir heute losgefahren? 11:30? Ja, cool. Oh ja, also okay. wir sind schon um 10:30 losgefahren und waren dann kurz bei den Eltern von meiner Freundin und sind direkt danach in den Laden gefahren und haben von 12 bis gerade eben gearbeitet und sind auch erst vor einer Stunde heimgekommen. Ja, also der Tag war stressig. Ziemlich stressig. War viel los heute. Das Wetter war schlecht bei uns und darum sind auch viele Bestellungen reingekommen. Ja. Okay. Heute habe ich einfach nur entspannt. Bin gestern von einer Reise wiedergekommen. Oh. Von welcher Reise denn? Wo warst du denn? So, A-Klasse-Witze. Was sind denn A-Klasse-Witze? Warum wird die Versicherung für die A-Klasse jetzt billiger? Weil noch nicht mal die Polen dieses Auto mögen. Ach, A-Klasse. Ach. War in Tirol im Arntal, falls dir das was sagt. Arntal. Tirol sagt mir was, ja, aber das Arntal nicht. Aber Google regelt das Ganze. Wo ist denn das?
So viele Stunden gearbeitet und jetzt bin ich nur noch am Gähnen. Aber so richtig müde bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber das Gähnen will nicht aufhören. Als erste Krankheit. So. Ja, das Ahrntal ist gar nicht so weit weg. Schön. Sieht schön aus. Also, so Google Maps mäßig. Schaut schön aus. Gibt's schöne Bilder. Sieht aus wie ein Kurort. So Holzhütten. Schon cool. Oh, Himmels Willen, gibt's da was gegen Skenen, ey. Außer sowas. Oh ja, da waren sehr viele Holzhütten. Das ist sehr schön. So die Holzhütten. Oh, ich müsste auch mal Pokémon weiterspielen oder nochmal von neu anfangen. Ich habe nämlich das Pokémon für die Switch. Das Let's Go Pikachu habe ich. Für die Switch. Aber die Switch ist noch im Karton. Die habe ich noch nicht auspacken können. Habe dafür leider noch keine Zeit gefunden. Aber ja, wir arbeiten dran. Ich habe nämlich heute, kurz bevor wir jetzt angefangen haben zu streamen, habe ich noch meinen zweiten Monitor aufgebaut. Jetzt ist es ein bisschen einfacher zu streamen. Ja. Was ein Umzug alles mit sich bringt, ne? Aber naja. Man tut sein Bestes, man tut sein Bestes. So, jetzt suche ich nochmal nach einem richtig guten Witz. So. Ich will den längeren Witz, die sind alle so kurz. Ein bisschen was längeres. Du Fati, was ist ein Transvestit? Das musst du Mutti fragen, der weiß das. Ja, ist auch uralt, kennt doch jeder. Das sind so Witze, über die... keine Ahnung. Will man doch nicht lachen. Die Physiker-Witze waren lustig. Also, länger. Ob sie jetzt so richtig witzig waren, weiß ich nicht. So, dann machen wir nochmal hier. So. Ein Physiker, achso, den hatten wir gestern schon. Ah ne, hatten wir nicht. Doch, nee, aber so einen ähnlichen. Dann lese ich den anderen vor. Ein Physiker, ein Ingenieur und ein Mathematiker machen ihren ersten Fallschirmsprung. Vorher erklärt ihr Instrukteur nochmal ganz genau, was sie zu tun haben. Rausspringen, bis drei zählen und die Reißleine ziehen. Der Physiker springt, ihm ist aber bis drei zählen viel zu ungenau und primitiv. Er berechnet vielmehr aus seiner Höhe und Fallgeschwindigkeit genau den Punkt, an dem er die Reißleine ziehen muss, um gerade noch weich zu landen. Er zieht die Leine und kommt optimal auf. Der Ingenieur, als praktisch veranlagter Mensch, denkt sich, bis drei zählen ist viel zu unsicher und damit zu gefährlich. Er springt und zieht sofort die Reißleine. Bei ihm dauert es zwar etwas länger, aber auch er landet unbeschadet. Die beiden sehen den Mathematiker aus dem Flugzeug springen. Dieser fällt und fällt und fällt. Kein Fallschirm öffnet sich. Und schließlich schlägt er auf dem Boden auf. Zum Glück landet er in einem Heuhaufen. Physiker und Ingenieur rennen entsetzt zum Heuhaufen und als sie ihn ausgraben, hören sie ihn sagen: Daraus folgt aufgrund vollständiger
Induktion minus 3. Ha, ha. Ha? Ach du meine Güte. Das denke ich mir auch gerade. Das denke ich mir auch gerade. Ach du meine Güte. So, wir haben gerade 5 Zuschauer. Wer ist denn alles dabei? Wollen wir wieder Black Stories spielen? Das hat gestern voll Spaß gemacht. War voll cool. Können wir noch wiederholen. Lemme. Lemme? Klar, gerne. ja, cool. Dann suche ich mir mal eine coole raus. So, ich habe einen. So, ich habe einen. Den kopiere ich mal kurz. Mensch, warum ist denn da kein Absatz drin? Furchtbar. So, ich hoffe, das kann man jetzt lesen. Machen wir es so. Also, ich lese mal vor. Ein Vater und ein Sohn gerieten in einen Autounfall. Dabei wurde der Sohn schwer verletzt. Der Vater bringt den Sohn sofort in eine Notfallklinik. Der zuständige Chirurg sieht den verletzten Jungen und sagt: Ich kann diesen Jungen nicht verarzten. Er ist mein Sohn. Aber wie kann das sein? Okay. Let's go. Ja, nein und unwahrscheinlich. Unwichtig, muss ich hier sagen. Krass, die Antwort ist sau simpel. Der Vater ist der zuständige Chirurg? Fragezeichen. Nein. Also, nochmal. Der erste Satz sagt ja schon, dass der Vater... ein Vater und sein Sohn gerieten in einen Autounfall. Dabei wurde der Sohn schwer verletzt. Der Vater bringt den Sohn sofort in eine Notfallklinik. Der zuständige Chirurg sieht den verletzten Jungen und sagt: Ich kann diesen Jungen nicht verarzten. Er ist mein Sohn. Aber wie kann das sein? Also eigentlich hast du schon die Lösung. Ach, irgendwie war die Black Story blöd. Aber rat einfach noch einmal, dann kommst du schon drauf. Das ist ja
Die war ja doch nicht so nice. Richtig der Reinfall. Der Chirurg ist Gott? Nein. Nein, er ist nicht Gott. Er ist nicht im Jenseits aufgewacht. Es dauert irgendwie immer ein bisschen, bis meine Nachricht ankommt. Oh. Wieso das denn? Es ist sein Opa oder so. Nein. Ist auch nicht sein Opa. Ich merke gerade, mein Internet kackt übelst ab. Komisch, aber mein Stream ist flüssig. Wenn die Antwort zu einfach ist, kommt man aber auch nie drauf. Na, du hast es schon bei der ersten Antwort, bei der ersten Frage hast du schon fast erraten. Ja, das stimmt. Manchmal ist es so einfach, da kommt man dann nicht drauf. Was? Darf ich auch was raten? Du darfst auch raten. Ich glaube, der Vater ist Rettungssanitär. Oder naja, hat den. Keine Ahnung, war halt irgendwie im Unfallort und hat im Krankenhaus. Aber es geht ja um den Chirurg in der Notfallklinik. Nein, aber der Chirurg hatte ja keinen Unfall. Kann ihn nicht verarzten, weil der Junge tot ist. Nein. Das auch nicht. Der Junge ist nicht tot. Ganz simpel, ganz simpel. Was gehört denn zu einer Familie? Gehören mehrere Menschen dazu. Was? Nein, sein Vater ist auch nicht seine Mutter. Oh Mann, ist das dämlich. Alter, seit 10 Minuten lädt einfach die Homepage von Epic Games. Ich will mir dieses Game anschauen, was nächste Woche umsonst ist. Aber es lädt nicht. Himmelswillen.
Will einfach nicht. Will einfach nicht. Kack gerade mein und dein Internet ab? Ja, so ziemlich. Also mein Stream-Upload ist gerade auch miserabel. Wirklich miserabel, muss ich sagen. Also da steht 0 kb pro Sekunde. Das irgendwas läuft da gerade gewaltig schief. Aber ich kann dir nicht sagen, was. Irgendwie strange. Aber irgendwie scheint auch der Stream trotzdem flüssig zu sein. Keine Ahnung, irgendwas spackt da. Irgendwas spackt da. Lol, ich kann nicht mal die Homepage von Twitch anschauen. Doch, jetzt halt. Gibt's ein... Der Chirurg ist die Mutter. Es ist die Mutter. Richtig. Nestor 1115. Du hast es raus. Es ist die Mutter. Der Chirurg ist die Mutter. Oh Mann. Das Spiel schaut so cool aus, was er spielt. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring the Legend of Zelda. Das schaut so cool aus gerade. Ich muss das mal gucken, wo kommt denn das Game? Ich kenne das gar nicht. Oh. Ist ein neues Spiel für die Switch? Es kam am 13. raus. Ich glaube, ich muss meine Switch nochmal einschalten. Oh, das schaut ja richtig geil aus. Kennt jemand das Game? Cadence of Hyrule? Oh, warum spackt mein Internet? Ich kann voll nichts anschauen, ne? Es dauert ewig. Es dauert immer bestimmt 1 bis 2 Minuten, bis meine Nachrichten ankommen. Komisch, komisch. Fällt gerade auf, dass die Chat-Nachrichten... Ach doch, die erscheinen da. Aber die verschwinden immer so schnell. Komm, das muss ich mal kurz ändern. Nochmal, always show messages, oder? So, Phoenix Chris schreibt: How were you there, oder was treibst? Was ist denn das für ein Deutsch? Ho wie dere oida, was träubst. Junge, Junge. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber ich muss sagen, das Spiel sieht richtig Sahnetörtchen aus. Nee, er ist nicht flüssig. Er lädt zumindest bei mir immer wieder. Okay, komisch. Dann spackt mein Internet schon hart ab. Wieso, weshalb, warum spackt das Internet so? Jetzt muss ich mal gucken. Also meinem Smartphone ist er definitiv flüssig. Ist in Ordnung, kann man sich anschauen, denke ich. Nee, er lädt auch nicht. Hm.
immer diese Probleme. Tja, aber es lädt bei mir auch keine einzige Internetseite. Ey, ich hab es vor ihm rausgehabt mit der Mutter. Oh ja, tatsächlich. Ich hab's ja gar nicht. Haha, ich hab's überlesen. Wie kann das sein? Oh lol, der Chirurg ist die Mutter. Ah ja, Chironikos, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Du hast recht. Chironikos war zuerst dran. Das ist meine Schuld. Ich hab's überlesen. Ich hab's überlesen. Na gut. Dann können wir das ja löschen hier. So, nochmal. Eine schönere Blackstory. Ich glaube, ich muss mir dieses Kettchen da holen. Dieses Spiel Black Stories ist schon cool. Kann man auf jeden Fall mal spielen. Da habe ich eine coole. Ah, da, das spielen wir doch jetzt. Wenn mein Internet nicht abkacken würde. So. Neue Black Story. Ich hab's. So, ich schreib's mal hier mit rein. Text, da, Quelle hinzufügen, neue Quelle. So. Gehen wir zu Ihnen, da fehlt schon wieder. Irgendwo. Ach, da. So. Eine Frau betritt in Begleitung eines Mannes, den sie sehr liebt, in ein Gebäude. Kurz darauf kommt sie mit einem anderen Mann, den sie sehr liebt, wieder heraus. Was ist geschehen? Ich darf nur mit Ja, Nein und Unwichtig antworten. Die Black Story ist interessant. Und ich glaube, die ist auch ein bisschen schwerer drauf zu kommen. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Eine Frau betritt in Begleitung eines Mannes, den sie sehr, sehr liebt, in ein Gebäude. Kurz darauf kommt sie mit einem anderen Mann, den sie sehr liebt, wieder heraus. Was ist geschehen? Was da los? Was da passiert, ey? Auf geht's. So ganz nebenbei, so wo wir während wir Black Stories spielen, könnt ihr mir ein paar Tipps geben, was für Games man so runterladen könnte? Ich habe schon echt jede Menge Spiele, aber ich habe keine Ahnung, was ich zocken soll, ey. Wirklich keine Ahnung. Ich hätte schon echt Bock auf irgendwas.
Keiner schreibt? Oder spackt man Internet so hart, dass keine Nachrichten ankommen? Das ist jetzt strange. Komisch. Und schade. Soll ich es nochmal vorlesen, Leute? Wo seid ihr? Keiner mehr da.